Hannover. Lautstarker Protest gegen den Kreisparteitag der AfD Münster. Das Aktionsbündnis Keinen Meter den Nazis Münster hatte für den 11. Januar dazu aufgerufen, auf dem Prinzipalmarkt Präsenz zu zeigen und so ein Zeichen gegen die rechtsgerichtete Partei zu setzen, die direkt nebenan im Rathaus tagte. Mehrere hundert Menschen folgten am Samstag diesem Aufruf. Bei dem Kreisparteitag der AfD sollte es unter anderem darum gehen, Kandidatinnen und Kandidaten für die diesjährige Kommunalwahl zu küren. Die Botschaft der Demonstrierenden, die AfD dürfe auch im Kommunalwahlkampf nicht normalisiert werden. Im Anschluss an die Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt sollte noch ein Demonstrationszug durch das Südviertel zur AfD-Zentrale führen. Dem Aktionsbündnis Keinen Meter den Nazis Münster gehören vor allem gewerkschaftliche, zivilgesellschaftliche und religiöse Gruppen sowie antifaschistische Initiativen und auch politische Parteien an. Anlässlich des Neujahrsempfangs der AfD am 7. Februar wurde bereits neuer Protest angekündigt.